Auf Sardinien haben Regionalwahlen stattgefunden. Hier auf der italienischen Insel waren 1,4 Millionen Menschen zur Abstimmung aufgerufen. Als Favorit gilt Christian Solinas, dessen autonomistische sardische Aktionspartei Partito Sardo d'Azione mit der Lega verbündet ist. Doch was denken die Sarden von der EU? Es passt uns nicht, dass uns von Brüssel Gesetze aufgedrückt werden. Die EU sollte mehr für die Probleme der einzelnen Länder tun. Wir sind überzeugte Pro-Europäer. Die Wahl fällt in eine Zeit, in der viele Sarden wütend sind. Milchtransporter werden von Polizisten geschützt, denn der Preis für die Schafsmilch ist im Keller. Die Bauern schütten aus Protest ihre Milch auf die Straßen. Und sie drohen, dies auch weiterhin zu tun. Bis sie uns einen anständigen Preis für die Milch zahlen, damit wir unsere Familien ernähren und in Würde leben können. Hier geht es nicht nur um Sardinien. Nach der Wahl in den Abruzzen vor zwei Wochen ist diese Wahl nun ein weiteres Stimmungsbarometer für die Regierung in Rom, für die Beziehung zwischen Lega und Fünf Sterne und auch für die Europawahl. Stefania De Michele per Euronews da Cagliari.